Freitagvormittag fand der Sozialpartnergipfel zum Thema Wirtschafts- und beschäftigungspolitische Maßnahmen statt. Herr Landeshauptmann Sausgruber, was waren denn die konkreten Themen des Sozialpartnergipfels? Es ging vor allem um die Ausbildung, von Fachkräften in der betrieblichen Lehre, dann natürlich auch im schulischen Bereich bis zur Fachhochschule hinauf. Das ist heute schon und wird in den nächsten Jahren verstärkt der wesentliche Engpass im wirtschaftlichen Bereich sein. Wir brauchen mehr gut ausgebildete Fachkräfte. Die schwächeren Jahrgänge, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, werden die Situation noch verstärken. Und daher ist es absolut richtig, dass wir uns gemeinsam darüber nicht nur unterhalten, sondern Projekte entwickeln, wie wir die Situation verbessern können. Wir sind auf einem guten Niveau, aber es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Konkret wird im Lehrbereich eine Verstärkung der Qualifizierung, der Qualitätssicherung mit Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer besprochen, wie man schon vorhandene Modelle verbreitern kann in der Wirkung. Es wird zwei Stiftungen geben im Bereich Elektro und im Bereich Pflege. Es wird in der Fachhochschule eine Entscheidung im Herbst zu treffen sein, Richtung Elektrotechnik einen oder Elektronik einen Lehrgang zu machen. Das sind die konkreten Ergebnisse. Erfreulich ist, dass alle an einem Strang ziehen. Es ist eine Stärke Vorarlbergs, dass wir die Fähigkeit haben, in diesen wesentlichen Fragen gemeinsam die Dinge nicht nur zu besprechen, sondern dann auch zu agieren.